Warte auf. Mal schauen, was es wird. Hallo, guten Morgen. Ja, wir haben hier echt super übernachtet, wie im Teil 1 gezeigt, bei diesen Windmühlen. Und es war eine wirklich ruhige Nacht. Und jetzt geht es weiter. Ist ja der erste wirkliche Tag in Norwegen. Und kennt ihr das, wenn man keinen Plan hat, wo man hin will? Wir haben ja unser Ziel, die Lofoten. Aber das Wetter in den nächsten Tagen ist dann noch nicht ganz so gut. Deswegen wollen wir noch eine andere Stelle suchen. Und wir überlegen, ein bisschen weiter nördlich hochzufahren. Wir nehmen euch mit und das werdet ihr ja dann sehen. An dieser Stelle eine Information. Wir haben uns ja für eine Mautbox entschieden, weil wir ja auch aufgelastet sind mit 4,4 Tonnen. Und zwar haben wir uns für dieses Probitz-System entschieden. Damit sind wir schon bei der Öresundbrücke mit der entsprechenden Vergünstigung drüber gefahren. Wir sind mit der Fähre von Puttgarden drüber gefahren. Und mit der Kombination Autopass fahren wir für die Hälfte der Fähren hier in Norwegen und die Mautgebühr kostet uns trotz Auflastung nur so viel wie mit einem PKW. Ich verlinke euch das mal unten im Video. Ich habe da eine hilfreiche Information im Internet gelesen von einer sehr, sehr guten Homepage und da könnt ihr alles nachlesen und da habe ich mich rechtzeitig um die Box gekümmert und damit kommt uns das jetzt zugute, um auch hier ein bisschen Geld zu sparen. So, und jetzt geht's los. Wir fahren jetzt gerade aus dem Stellplatz raus und da geht es ziemlich steil die Straße hoch. Die Jungs müssen uns von hinten navigieren. Müssen wir schauen, dass wir hinten nicht aufsitzen. Dank Luftfilterung sind wir hier das steile Stück ohne Aufsitzen hochgekommen. Das wäre vielleicht auch so gegangen. Okay, also gestern sind wir ja offiziell über die Grenze drüber gefahren und wir haben uns ja gefreut, im Teil 1 seht ihr das, dass Norwegen nicht kontrolliert hat, aber circa 5 Kilometer Landesinnere haben sie eine Straßensperre aufgebaut und haben uns jetzt komplett kontrolliert. Wir haben den EU-digitalen Ausweis gehabt im Handy drin. Silvia hat ja gesagt, dass wir genesen sind und daher war es dann kein Problem, nach Norwegen einzureisen. Aber ganz so einfach, wie wir gestern dachten, war es dann doch nicht. Aber vom Ben wollten sie nichts wissen. Vom Ben wollten sie nichts wissen, ja. Also wir sind auf der Suche nach einem Lost Place und nehmen dafür auf uns eine wirklich schwierige Straße, einen sehr langen Tunnel, der sehr eng war. Wir hoffen jetzt, dass sich dieser Platz dafür gelohnt hat. Vor allem wollen die Jungs da auch noch angeln. Ich natürlich auch. Oberhalb von Storfjord am Lyngenfjord haben wir mitten in der Natur einen Wanderparkplatz über Park4Night gefunden, an dem wir eine Nacht geblieben sind. Wunderschön angelegt. Unten ein weißer Sandstrand, ringsrum die Berge. So konnten wir abends noch gemeinsam zum Angeln gehen und hatten echt viel Spaß, haben die Nacht verbracht und am nächsten Tag hat es uns nicht davon abgebracht, obwohl ein Sturm aufgekommen ist, die Gegend zu erkunden
Und diese Bilder zeigen wir euch jetzt gleich im Anschluss. Hey Leute, das ist jetzt gerade wieder der Moment, wo wir hier sind. Der ist so unbeschreiblich. Ich habe echt wirklich keine Worte dafür, wie genial es hier aussieht. Und nach jedem Meter, wo du läufst und dich drehst, entdeckst du neue Sachen. Das geht auf das Video hier gar nicht drauf, leider. Aber das ist ein Geschenk, dass wir hier sein dürfen. Ich bin so dankbar und für mich gibt es ganz klar einen Gott, der das geschaffen hat. Das ist für mich das Statement, der Himmel und Erde geschaffen hat, weil sowas entsteht nicht einfach zufällig oder aus irgendeinem Knall. Hey, und das sauge ich auf. Ich genieße das, diese Gegenwart hier in dieser Natur, Gott zu spüren. Und das möchte ich euch einfach nur als Statement geben. Norwegen ist eins der Länder, das schönste Land, das ich jemals bereist habe, was man landschaftlich beschreiben kann. Es ist so toll. Wir zeigen euch jetzt hier noch ein paar Impressionen, dass ihr einfach ein Stück daran teilhaben könnt, an dem, was wir hier heute Morgen erlebt haben. Der Übernachtungsplatz mit der wunderschönen Natur hat uns richtig gut gefallen. Ich hoffe, ihr könnt da einen Einblick bekommen auf dem Video, wie schön es da war. Wir werden jetzt weiterfahren nach Svensby. Da haben wir über Park for Night einen Campingplatz gefunden, an dem wir ein Motorboot ausleihen können. Denn die Jungs, die wollen unbedingt mit dem Boot rausfahren, um zu angeln. Und da freuen sie sich schon total drauf. Und wir fahren jetzt los. Jungs, was machen wir heute? Wir gehen angeln. Ah, nur so angeln? Mit dem Boot raus. Wow, ja. Ich hoffe, dass wir heute erfolgreich sind. Wir haben ja schon mal unsere ganze Angelausrüstung. Dann los geht's. Ja. Ah, es ist so wunderschön hier auf dem Boot.
ihr wieder mal. Der Lukas hat jetzt schon wieder einen Fisch. Höre ich. Okay. Lass ihn. Oh, es ist so schön hier. Was? Ah, schade, Lukas. Während die Jungs angeln, sind Ben und ich den Berg hochgewandert am Campingplatz und genießen jetzt die Aussicht von oben. Das ist richtig schön still. Der Ben krummt hier ein bisschen rum, kämpft mit einem Stock. Geht's ab hier. Einer nach dem anderen. Lukas, sehr gut. Und Joel? Und ich habe jetzt auch einen und ich filme. Und ich muss ihn jetzt anschlagen. Und noch einer. Was schätzt du, wie groß der ist? Ah, bestimmt 80. Aber der ist... harte Arbeit. Mal schauen, was es wird. Sie haben auf 80 Meter runter geangelt hier. Da. Wow, das ist ein Fetter. Wow, Alter. Häng an deine Schnur, pass auf. So, Joel, bist du zufrieden mit unserem Angelergebnis? Ich würde mal sagen, es war ein echt guter Erfolg. Ja. Okay. Und hier kommen die fetten Teile. Das hier ist ein Leng und das ist ein Dorsch, der noch größer ist wie der Leng. Also wir waren auf jeden Fall heute mal erfolgreich. So, nach unserer Angelaktion heute haben wir uns einfach mal autark hingestellt und hier ein ganzes Lager aufgebaut mit den Jungs. Und wie ihr seht, wollen wir, weil wir so viel Fisch haben, wollen wir was einräuchern. Oder nicht einräuchern, sondern räuchern. Der Joel, der macht hier Holzspäne drauf. Also, wir haben zugegeben noch nie geräuchert. Wir haben uns extra diesen Räucherofen gekauft für den Urlaub, für den Norwegen-Urlaub. Und weil wir so viel Fisch haben, müssen wir jetzt einfach auch was einräuchern. Und der Joel, der macht das richtig toll. Und wenn du es eingeräuchert hast, dann legst du es dort hinten auf den Räucherofen. Genau. So, und das machen wir jetzt voll. Ey, das duftet schon richtig geräuchert hier. Wenn ihr das riechen könntet. Nebenher grillen wir jetzt hier noch Gemüse. Und dann natürlich noch den frischen Fisch von heute. Das wird lecker schmecken. Oh, jetzt gibt es leckeren Fisch. Und Joel? Wow.
So, jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis an. Das riecht auf jeden Fall schon mal gut. Aber ich habe den Deckel schon mal unten gehabt. Jetzt raucht es nicht mehr so arg. Aber, ei, das sieht ja gut aus. Und da haben wir schon ein bisschen geklaut, gell? Ja, ein bisschen was weggegessen. So, geräucherter Fisch. Also von unserem autarken Platz, wo wir jetzt auch angeln waren, sind wir jetzt in Richtung Lofoten weitergefahren. Und die Lofoten ist jetzt unser Ziel, unser eigentliches Ziel. Das Wetter soll ab morgen soll's besser werden. Und hier auf der Fahrt dahin haben wir noch einen Wasserfall gesehen. Und da laufen wir jetzt hin. Die wollen unbedingt hoch. Bleiben hier heute Nacht. Hier ist echt wunderschön. Die Jungs können da unten angeln und wir stehen da hinten. Und ja, wir sind heute leider durch das schlechte Wetter eher ein bisschen vor den Lofoten geblieben, weil wir wollten einfach die Landschaft bei gutem Wetter anschauen. Und wir sind jetzt 40 Kilometer etwa vor den Lofoten und ab morgen geht's richtig los und wir freuen uns schon richtig darauf. Wow, Lukas hat einen an der Angel. Ein großer? Man sieht nichts, gell? Das scheint aber ein großer zu sein. Oh, und was für einer? Und was für einer? Wow, Lukas, ein Dorsch. Ha, nee, ist kein Dorsch. Hol mal da unten. Ich krieg mich hoch. Ich helf dir. Wenn euch der zweite Teil unserer Norwegen-Reise gefallen hat, dürft ihr uns gerne ein Like und ein Abo dalassen. So verpasst ihr auch nicht den dritten Teil. Wir werden die Lofoten bereisen und wir sind schon gespannt, was wir Tolles erleben. Ihr dürft gerne dabei sein.